Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch mal so eine Notebook-Tasche von mir vorstellen, die nicht sehr teuer war und auch sehr gut ist. Das ist die Notebook-Tasche von Case Logic. Heißt die Marke, glaube ich, Case Logic, genau. Und diese Tasche ist wirklich sehr geil. Also ich habe sie jetzt, glaube ich, fast 2 Jahre getestet und sie hat gar kein Loch, nichts, sie ist nur ein bisschen schmutzig und sie ist auch wirklich sehr stabil. Also ich habe die Tasche für die Uni gekauft und das, ja, dafür, dass mein Notebook gut geschützt wird und ja, und die Tasche ist auch wirklich multifunktional, also ihr habt da wirklich mehrere Funktionen gleich in der Tasche und ich bin immer noch wie am ersten Tag zufrieden mit der Tasche. So, jetzt schauen wir uns das von unten an. Unten ist das einfach so, also nichts Besonderes in diesem Fach hier. Aber wenn wir jetzt mal hier reinschauen in die Tasche, ja, das ist ein bisschen schwierig mit der Kamera, dann merkt man, hier drin ist eine Polsterung. Also was ich damit sagen möchte, von hier merkt man das gar nicht. Aber von innen drin, hier bei dem letzten Fach, ist eine Polsterung für euer Laptop drin. Und bei dem hier ist halt keine Polsterung, hier in dem vorderen. Also ihr solltet euren Laptop hier nach hinten legen. Und da habt ihr wirklich eine optimale Polsterung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ganz unten ist wirklich eine sehr gute Polsterung. Das schützt euren Laptop sehr gut. Hier ist jetzt nicht wirklich eine Polsterung, die wirklich sehr dick ist. Aber die ist auch sehr, ja, was soll ich sagen, wirklich befriedigend. Also hier ist eine Polsterung auf jeden Fall. Aber sie ist nicht jetzt mega dick, aber wirklich ausreichend. Und ich hatte wirklich gar keine Probleme. Und die Notebook-Tasche ist ja eher da, euer Notebook vor kleineren Stößen und Stößen zu schützen und jetzt nicht eure Tasche irgendwie wegzuwerfen und das Notebook bleibt trotzdem stabil. Also ihr habt hier eine Polsterung, die ist wirklich befriedigend, die ist gut, die ist ausreichend und hier unten nochmal die Polsterung und damit ist euer Notebook wirklich sehr gut geschützt. Zum Weiteren habt ihr hier so ein Ablagefach, da könnt ihr verschiedene Blätter reinmachen. Hier habt ihr nochmal ein Fach und natürlich noch in der Mitte euren Block oder sowas. Dann habt ihr nochmal vorne einen Block, so ein Fach für Stifte und sowas. Und nochmal hier vorne einfach, um nochmal kleinere Dinge reinzumachen. Designmäßig finde ich sie eigentlich auch ganz gut. Sieht anspruchsvoll aus. Das Logo nicht zu groß, nicht zu klein. Hier so ein kleiner Akzent. Und genau, ihr könnt die Tasche so anheben. Und ihr könnt die Tasche auch euch umhängen. Mit dem Umhängkaps klappt es ganz gut. Und das Coole ist halt auch, was mir wirklich wichtig war, dass die Umhangetasche nicht so eine Tasche ist, wo man sie umhängt und dann wirklich Rückenschmerzen hat, sondern dass das hier auch eine kleine Polsterung hat. Und das ist hier bei dem der Fall. Also hier ist eine kleine Polsterung, dass ihr euch die Schulter nicht kaputt macht, wenn eure Tasche mal schwerer wird. Ansonsten hängt ihr euch die Tasche ganz normal um, stellt es auf eure Größe ein, das ist auch machbar. Und ja, so könnt ihr euren Alltag bewältigen. Ich habe die Tasche jetzt knapp fast 2 Jahre und ich habe wirklich keine Probleme mit der Tasche. Und ihr seht auch, wie stabil die wirklich gemacht ist. Keine Löcher oder so an den typischen Stellen, also hier an den Ecken. Also gut verarbeitet wirklich. Wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, hier die Ecken, wirklich keine Löcher oder sowas. Die Tasche ist wirklich gut verarbeitet worden. Also ich kann diese Tasche wirklich sehr gut empfehlen für euer Notebook, für euren Blog, einfach für die Uni oder für die Schule, ideal gemacht. Designmäßig auch ganz cool eigentlich. Ich verlinke euch das Ganze, ich habe sie mir auf Amazon gekauft, ich habe sie auch bis jetzt nur auf Amazon gesehen. Ich verlinke euch die Sache. Falls euch die Tasche gefällt und ihr euch die gekauft habt, dann schreibt mir doch mal unter die Kommentare. Und ansonsten bitte einen Daumen hoch, falls euch mein Kanal gefällt. Daumen hoch und ein Abo da lassen, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.